Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir, wie man IPv4 und IPv6 Konfigurationen in einem PC, Server, Switch und Router vornehmen kann. Wie bereits in früheren Videos gezeigt, können wir in Packet Tracer bei den PCs einfach auf Desktop eingehen, bei IP Configuration und dort dann die entsprechenden IP-Adressen eintragen. Mal angenommen, wir wollen in einem Netzwerk, in diesem Netzwerk, die 192.168.1, also das ist ein Netzwerk von /24. Da müssen wir jetzt mal zunächst mal eine Vorgabe treffen oder eine Festlegung, welche Hosts welche Adressen bekommen. Im Normalfall im Haushalt bekommt diese Router-Schnittstelle die kleinste Adresse, die kleinste verfügbare Adresse im Netzwerk. Dann wollen wir uns festlegen, dass der Switch die zweite bekommt. Der hier der letzte, der Server, und der hier von mir aus die 10. Wenn wir das einfach mal so sagen, die 10. IP im Netzwerk, dann müssen wir als ITler bei 0 beginnen. Ja? Also von 0 bis 9. Dementsprechend hier die 9 schreiben, wenn wir die 10. meinen. Es sei denn, wir sagen die 10. verfügbare. Dann fangen wir tatsächlich mit der 1 an. Subnetzmaske belassen wir bei /24 und hier können wir das mal eigentlich Copy-Paste machen, Steuerung C, weil wir wollten für den Router die kleinste Adresse im Netz. Die IPv6 Adresse steht hier erstmal noch nicht. Okay, schauen wir mal. Normalerweise gibt er mir einen Vorschlag, also da kann ich mal noch einen PC hier anbringen. Weil wenn ich einen neuen PC hier anbringe, dann machen wir das nochmal, dann müsste er mir eigentlich genau etwas vorschlagen, weil jedes Interface, was hochfährt, erzeugt eine Adresse. Also eine Link-Local-Adresse. Das haben wir bereits kennengelernt. Und je nach Aufgabenstellung in der Klassenarbeit, wenn man sagt, für dieses Netz bekommt, also das Netz bekommt einen Präfix von 2000:123:... Also für den Rest, das ist der Präfix. Dann sollte man jetzt in der Aufgabenstellung beispielsweise, würde dann so stehen, dass die Interface-ID, und zwar, das ist die hier, die Interface-ID einer Link-Local, exakt die gleiche ist wie die Interface-ID einer globalen IPv6-Adresse. Deswegen muss man jetzt an dieser Stelle wissen, wie die Interface-ID aufgebaut ist, das heißt wie viele Bits, und die sich dann zusammen kombinieren lässt mit der globalen Präfix. Das heißt 2000 und so weiter, und das ist halt die letzten 64 Bits, die ich jetzt gerade kopiert habe, weil der Präfix ist ebenfalls 64 Bits. Und die Subnetzmaske ist die. Jetzt ist da die Frage, wie lautet das Gateway? Entweder kann ich die globale IPv6-Adresse von einem Router angeben oder aber ich mache mir das Leben einfach, indem ich sage FE80::1. So wie man es in der Praxis immer macht. Ja, da habe ich weniger Schreibarbeit, sowohl bei PCs, Router und so weiter und so fort. Und damit wären wir eigentlich schon fertig mit unserer Aufgabe. Genau das gleiche ist das auch die IP-Konfiguration von einem Server. Das heißt, bei einem Server würde ich genauso das Ganze machen. Interessant auch, sehen Sie hier DHCP, der 169er, also APIPA-Adresse. Das war die, wenn man keine IP-Adresse vom DHCP-Server bekommt. Und hier wollten wir mal 168.1.254 eingeben, weil wir wollten die letzte im Netzwerk haben. Ups, das falsche kopiert. Ja, ist okay. 192.168.1.1 sollte das sein. Und jetzt nochmal static, also die Interface-ID sollte exakt die gleiche sein wie, jetzt habe ich vergessen, was das war für eine Kombination. Ich glaube, das war so. Der Präfix plus die Interface-ID, die 64. Und hier ebenfalls, ich hocke jetzt hier in diesem Link-Local und das ist mein Gateway nach außen, also FE80::1. Jetzt müssen wir mal kurz testen, 2001:123, war das so? 2001:123, ja, passt. So, soweit zu den beiden
PCs und Server. Kommen wir nun zum Router. Schauen wir uns mal die Situation an. Zunächst mal den Physical ein bisschen reinzoomen, um zu erkennen, welche Interfaces werden hier überhaupt benötigt oder verwendet. Und da sehen wir mal irgendwas mit GIG 000 vermutlich. Ich kann es jetzt nicht so gut lesen. Da sehen wir auch mal RJ45, AUX, Konsole beispielsweise. Nee, Konsole war die hier. USB, Management Port. Das heißt, irgendwie ist das halt nicht der hier. Das sind nicht die Schnittstellen. Ich kann es nicht so gut lesen. Dementsprechend gucke ich mir mal das mal in der CLI an. Ist auch vorteilhaft übrigens, weil Physical sehen Sie ja nicht immer. Wenn Sie den Router woanders, wenn der woanders steht und Sie das fernkonfigurieren, dann können Sie erst hier mal gucken, Show IP Interface Brief, so eine Übersicht, um zu sehen, welche Interfaces das sind. Ah, okay, das waren halt die Interfaces. Jetzt halt die Frage, wer welches Interface ist. Das könnte ich halt durchaus probieren, mal herausfinden. Also wechsle ich in den Mode. Hier bin ich beim Show, also quasi in den Privileged Mode. Jetzt wechsle ich in Global Configuration Mode. Da bin ich jetzt. Und möchte dort insbesondere auf den Interface hier darauf eingehen, GIG 0000, in der Hoffnung, dass ich den hochfahren kann, also aktivieren kann, weil die standardmäßig ausgeschaltet sind. Das Aktivieren, also ausgeschaltet, bedeutet Shutdown und aktivieren heißt das Gegenteil, also No Shutdown, weil wahrscheinlich Shutup dann ein bisschen doof klingt. Also No Shutdown und siehe da, ich lag richtig mit meiner Vermutung. Hier muss ich folgendes, also ich möchte die IP-Konfiguration vornehmen. Und Sie erinnern sich, das war IP, dann Fragezeichen. Das wird jetzt interessant. Also bei Fragezeichen hilft das System den User und da gibt es zwei Protokolle. Wenn Sie nur IP eingeben, dann meinen Sie auch IPv4. So versteht das Betriebssystem von Cisco. Dementsprechend geben wir mal einfach ein IP-Address und wir wollten die 192.168.1.1. Willst du denn noch etwas von uns haben, lieber Router? Ja, die Subnetzmaske in Datit Schreibweise 0 wollten wir. Noch was? Nö. Eingeben. Keine Fehlermeldung. Glücklich sein. Passt soweit. Da wir hier was gesehen haben, wir wollten nicht nur IP, sondern auch IPv6 implementieren. Deswegen geben wir jetzt mal IP-Address. Und wie wollen wir es dann eingeben? Naja, einfach so, IP mit Präfix. Das geben wir doch mal ein. 2001, 1, 2, 3, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und jetzt haben wir keine Aussage getroffen, welche Interface-ID der hatte. Ach, nehmen wir mal einfach mal D1. So müsste beispielsweise die Aufgabenstellung sein. Willst du denn noch etwas haben? Ja, die Subnetzmaske fehlt noch, /64. Noch was? Das sieht eigentlich gut aus. Versuchen? Ja, hat er geschluckt. Alles gut. Denken Sie dran, eine IPv6-Schnittstelle könnte, was heißt könnte, hat mindestens drei Interfaces, haben wir gesagt. Die globale haben wir schon erledigt. Wie lautet die andere? Also die Link Local. Haben wir das überhaupt gemacht? Ja gut, schauen wir mal. Da gibt es tolle Show-Befehle. Show IP Interface Brief. Sie erinnern sich, vorhin war alles unassigned, also nicht vergeben. Die waren down. Und jetzt schauen wir mal, wie sie die Situation jetzt aussieht. Up. Das sieht schon mal gut aus für den Interface. Das ist auch richtig, aber ich vermisse meine IPv6-Adresse. Wo ist sie denn? Das, was Sie hier auch eingegeben haben, spielt natürlich auch bei den Show-Befehlen eine Rolle. Das heißt, wenn Sie Show-IPv6-Adressen haben wollen, dann müssen Sie das auch entsprechend das so eingeben. Show-IPv6-Interface-Brief. Und siehe da, da haben wir unsere beiden Adressen für GIG 000. Die haben wir eingegeben. Und was ist das denn? Die haben wir doch nicht eingegeben, sondern Sie erinnern sich aus den letzten Videos im Theorieteil von IPv6. Wir haben ja gesagt, dass dort jedes Interface, wenn der hochfährt, erzeugt er sich eine Interface-ID und damit eine Link-Local im Anschluss.
Das hat er ja automatisch gemacht, aber denken Sie dran, das war doch unser Gateway. Erinnern Sie sich, das war das Gateway für PC und Server. Hier haben wir gesagt, wir wollen einfach es haben. FE80 Doppelpunkt 1. Das heißt, die Kommunikation würde so nicht funktionieren. Ich möchte diesen Eintrag hier überschreiben. Und das geht mit folgenden Situationen. Also Interface GIG 000. Und jetzt Achtung. Der Befehl IPv6 Address haben wir hier schon mal eingegeben. Wenn ich jetzt FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt 1 schreibe, slash 64, dann verursacht diesen Befehl Folgendes, dass neben dieser Adresse noch eine weitere Adresse gibt, aber diese Adresse ist nicht die Link Local. Das heißt, der Router versteht das nicht als Link Local. Das muss ich Ihnen extra Bescheid geben. Deswegen hier nicht Fragezeichen eingeben, wo danach, also quasi hier sehen Sie da zwei Möglichkeiten. Entweder eine IPv6 ohne Subnetzmaske und einmal IPv6 mit Subnetzmaske, was wir da oben gemacht haben. Oben haben wir diese Variante gewählt. Und jetzt machen wir mal bewusst eine IPv6-Adresse und jetzt Fragezeichen. Jetzt kommt der Befehl Link Local, damit der Router das Ganze auch als Link Local versteht. Kontrolle ist immer besser. Show, oder nicht eintippen, einfach mal sowas. Und siehe da, die andere Adresse mit FFFE oder so, die hier, die ist verschwunden, weil ich habe die hier überschrieben. Es kann nur eine Link Local Adresse geben pro Interface. Soweit zu der ersten Schnittstelle. Dann, wie gesagt, ich möchte nicht viel eintippen. Ich nutze jetzt nur noch die History-Funktion. Und alles, was ich eingegeben habe schon mal, ändere ich nur minimal. Ich vermute, dass es die 001 ist. Eingegeben. Welche Adresse ist das? FE80. Soll ich die so nehmen, exakt 1 zu 1? Oder soll ich die FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt 2 nehmen? Ich mache es jetzt bewusst so. Und siehe da, es gibt keine Fehlermeldung. Weil, vielleicht würde jetzt jemand auf die Idee kommen und sagen, wie war das doch bei IPv4? Bei IPv4, ein Router-Interface. Wenn ich den halt eine IP-Adresse eingegeben habe und dort nochmal die gleiche, exakt die gleiche, dann hat er gemeckert. Weil der hat gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Zwei Netze, die sind ja beide gleich, das mache ich nicht mit. Aber Achtung, hier geht es. Der Grund, wenn Sie sich daran erinnern, FE80 reichte maximal bis zur Router-Schnittstelle. Das bedeutet, für diesen Link-Local ist diese FE80 maximal bis hierhin und wird nicht weiter geroutet. Das heißt, es wäre ja nicht schlimm, wenn andere Bereiche auch FE80 haben. Übrigens, die Schnittstelle ist ausgeschaltet. Wäre gut, wenn wir das mal hochfahren. Super. Und es fehlt uns noch die IP, die globale IPv6-Adresse, die wir jetzt an diese Stelle eingeben. Aber jetzt wollen wir eine andere, also ein anderes Netzwerk haben. Dementsprechend ist dieser Präfix ein anderer Präfix als das. Also ändern wir mal nur eine Zahl. Soweit zu der Konfiguration. Jetzt möchte ich auf eine ganz wichtige Angelegenheit aufmerksam machen. Und zwar, jetzt gebe ich nicht die Übersicht Show IPv6 Interface Brief, sondern ich gebe jetzt mal Interface und ich möchte den exakten Interface mit mehr Informationen, da möchte ich mehr erfahren. Also ich möchte mehr Informationen zu GIG 000 haben. Welche sind es? Zunächst sehen wir mal, IPv6 ist aktiv und so weiter. Der hat ja diese globale IP-Adresse. Subnetz ist das hier. Das ist übrigens also die Netzadresse dieses Subnetzes. Und Achtung, in welchen Gruppen, in welche Multicast-Gruppen steckt der Router hier drin? Der sagt FF02 Doppelpunkt Doppelpunkt 1. Ich hoffe, Sie können sich daran erinnern aus früheren Videos. Das war die All Nodes IP. Ja, nochmal, All Nodes IP. Aber Moment mal, war doch nicht irgendeine andere Gruppe, Multicast-Gruppe interessant?
nämlich die FF02:// 2, wo man sagt, dieser Router ist auch da drin, nämlich in All Routers Multicast. Das können wir gerne mal hier kurz nachvollziehen. Und da schauen wir mal ganz kurz. Also FF00. Ups. 02. Ups. Hat keine Internetverbindung. Irgendwann ist voll mag. Jedenfalls war das die Adresse FF02. Und da ist es so, dass der eigentlich auch da drin sein sollte. Ist aber hier nicht der Fall. Der Grund ist, so wie wir es den Router konfiguriert haben, müsste der als Client unterwegs sein. Wenn wir möchten, dass dieser Router als IPv6-Router agieren soll, dann müssen wir im Config-Mode gehen und dort IPv6 Unicast Routing also eingeben, damit das auch aktiviert wird. Und jetzt Achtung, genau den gleichen Befehl, Show IP Interface GIG 000. Zur Erinnerung, hier hatten wir zwei Zeilen. Ja, diese zweite Zeile habe ich nicht angesprochen, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist halt diese All Nodes. Und gucken Sie mal, was jetzt passiert, welche Gruppe er sich jetzt mal angeschlossen hat. Nicht nur All Nodes, sondern auch All Routers. Sehr interessant jetzt an dieser Stelle zu wissen, weil sonst funktioniert IPv6 bei Ihnen nicht. Letzten Endes bleibt nur noch die IP-Konfiguration von Switch und da beschränke ich mich nur auf IPv4 und wir wollen uns mal erstmal aber fragen, Moment mal, Switch und IP. Warum braucht überhaupt ein Switch eine IP? Das ist doch ein Layer 2 Gerät. Und wenn wir uns mal das hier genauer anschauen, dann stellen wir fest, Show MAC Address Table. Das heißt, der interessiert sich doch nur für welche MAC-Adresse in welchem Port steckt. Ja, mit IP hat er nichts am Hut. Also den Switch interessiert es doch nur diese Zuordnung. Aber jetzt die Praxis, wenn Sie so einen managebaren Switch konfigurieren wollen, fernkonfigurieren wollen, außerhalb Ihres Netzwerks, dann sind Sie darauf angewiesen, dass dieser Switch eine IP-Adresse bekommt. Und da ist die für so einen Fall ist eine IP-Adressierung notwendig. Um das aber zu realisieren, muss ich auf den SVI-Anschluss, also Switched Virtual Interface, also normalerweise greife ich auf den Switch im Realfall via SSH und Benutzerlogin und so weiter. Das müsste man auch im Vorfeld konfigurieren, aber das wird in einem anderen Video besprochen. Hier konzentriere ich nur auf die IP-Adressvergabe und diese Thematik Switched Virtual Interface, das möchte ich gern anhand einer Skizze mal zeigen. Folgende Situation: Sie haben einen kompletten Switch, also konfigurierbaren Switch, und nun möchten wir mal diesen Switch konfigurieren. Das Problem ist, wir haben ja eigentlich physikalische Ports und diese physikalischen Ports interessieren sich nur, welche MAC wo angeschlossen ist. Ja, welche MAC an welchem Port. Und die sind natürlich verdrahtet mit dem echten Kern-Switch und der aber hat eine Möglichkeit, also eine serielle Schnittstelle, ja, das haben Sie ja hier gesehen im Physical, ja, da gibt es eine serielle Schnittstelle, Konsole, also über die Konsole kann man das konfigurieren. Die neueren Switches haben auch USB und das ist die Möglichkeit, wie ich an diesen internen Admin-PC rankomme. Das heißt, es ist eine Einheit, die den Switch konfigurieren kann. Und der Zugang ist über serielle Schnittstelle und so weiter und so fort, aber auch möglich über diese SVI-Schnittstelle. Und wie der Name schon sagt, dieses Switched Virtual Interface hat keine echte zusätzliche physikalische Schnittstelle, sondern nutzt eine von diesen Schnittstellen, um den Switch von der Ferne zu konfigurieren. Das heißt, meine Aufgabe ist es jetzt, beim Switch erstmal zu gehen und zu sagen,
Also erstmal im Conf-T-Mode, das ist ja klar. Wenn ich jetzt auf einzelne Interfaces gehe, zum Beispiel Fast Ethernet, also der hat ja Fast Ethernet, beispielsweise 00, Invalid Number, vielleicht 01, ja. Also die echten physikalischen Schnittstellen, wenn ich da rangehe und dort IP-Address eingeben möchte, dann finde ich den Befehl gar nicht. Ja? Weil dort, wie gesagt, keine IP-Adressierung notwendig ist. Sondern ich muss erstmal sagen, nicht dieses Interface, nicht diese physikalische Interfaces, sondern der virtuelle Interface möchte ich dann erreichen. Also Interface VLAN 1 wird übrigens auch bei Cisco-Übungen und so weiter überall angegeben. Finde ich natürlich sicherheitstechnisch nicht so toll, weil es prinzipiell, das ist der Default VLAN, alles ist da drin. Das müsste man in einem anderen VLAN packen. Aber wie gesagt, das ist eine andere Thematik. Ich möchte jetzt nur auf die Adressierung eingehen, wie man sowas umsetzt. Also Interface VLAN. Und wenn ich jetzt mal IP-Fragezeichen eingebe, dann sehen wir tatsächlich ein anderes Ergebnis als diese Ausgabe bei den physikalischen Interfaces. Hier habe ich tatsächlich Address, set the IP-Address of the Interface. Also IP-Address. Und dann komme ich jetzt mal mit meiner Festlegung. Welche Adresse wollten wir mal machen? Ich glaube, die zweite verfügbare. Willst du noch etwas von uns haben? Natürlich die Subnetzmaske. Dalit. Noch etwas? Nein? Alles klar? Wunderbar. Dann habe ich sozusagen dieser VLAN-Interface konfiguriert und der Switch wäre auch außerhalb des Netzwerks erreichbar. Aber jetzt Achtung, wenn jemand der Meinung ist, dass man den Switch jetzt konfigurieren kann, das ist falsch, weil der Switch hat zwar eine IP-Adresse und der wäre tatsächlich auch erreichbar. Naja, kommt drauf an. Der wäre anpingbar. Das heißt, wenn man jetzt den von außen pingen würde, dann kommt der Ping auch tatsächlich durch. Aber ich kriege von außen trotzdem keine Antwort. Die Frage, warum? Ganz einfach, der Ping kommt zwar durch, aber der Pong nicht. Das heißt, die Antwort, die ich dann erwarte. Das liegt daran, dass der Switch gar nicht weiß, wo sein Gateway ist. Das haben wir Ihnen noch gar nicht gesagt. Bei denen haben wir überall gesagt, Gateway ist der hier. Bei denen haben wir auch gesagt, du lieber Server, Gateway ist das hier. Aber der Switch kennt das noch nicht. Und deswegen muss ich eine Ebene im Global Mode gehen und dort den IP-Address, nee, Default Gateway eingeben, um überhaupt an diese, um die Kommunikation nach außen zu bewerkstelligen. Also 1.1, willst du noch etwas? Nein, alles gut. Wichtig ist, dass Sie wissen, in welchem Config-Ebene, auf der welchen Config-Ebene arbeiten, weil in einer Stresssituation, einer Prüfung oder so, versuchen Sie hier in diesem Interface Default Gateway einzugeben, klappt nicht, dann werden Sie frustrierend und werden noch nervöser. Von daher konzentrieren Sie sich, überlegen Sie mal, wo macht das Sinn, dass der Default Gateway eingetragen wird und wo macht die Adressierung dann Sinn. Soweit zu Adressierung und Umsetzung in Packet Tracer und sogar auf echten Systemen. Ja, auf echten Systemen ist es genau das Gleiche, also die an Befehlen. Und so würde man die IPv4 und IPv6 Adressierungen vornehmen. Wenn es Ihnen das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie eine Reaktion hier hinterlassen. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.